A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope. Something about you. Video von mir. Ich habe endlich Feierabend, Leute, und ja, ich dachte, ich nehme euch heute wieder den Tag mit oder vielleicht heute und morgen, weil ich spontan wahrscheinlich mit meinem Freund nach Hamburg fahre und ich dachte, da kann ich euch einfach mal mitnehmen. Habt ihr eigentlich gerade gesehen, das habe ich eingeblendet, dass ich einfach in einem Reisebus war, weil der Bus nicht gefahren ist, also der eigentliche Bus, den man sonst fährt. Auf jeden Fall richtig witzig. Was aber nicht so wichtig war, war einfach, dass er einfach weitergefahren ist und da gibt es ja keine Knöpfe. Und während der Fahrt wollte ich eigentlich nicht aufstehen und meinte ich so, ja, halten Sie hier nicht? Er so, nee, das müssen Sie mir schon sagen. Und ich dachte mir so, okay. Ich dachte, wenn der schon keine Knöpfe hat, dass er halt wenigstens bei jedem, also bei jeder Bushaltestelle sozusagen stehen bleibt, damit man halt rauskommt. Ist halt sonst ein bisschen kacke. Naja, auf jeden Fall. Wie ihr seht, bin ich gerade auf dem Weg nach Hause und ich dachte, ich nehme euch einfach mal ein paar Tage mit. Und ja. Hallo Leute, das Licht ist voll kacke hier. Ich bin zu Hause, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe gerade meine Tasche gepackt. Das sieht sehr unordentlich aus, wie man sieht. Ich werde mir dann noch eine andere Hose anziehen. Und einen Pulli drüber anziehen, wenn es irgendwie doch kälter werden sollte. Ich weiß noch nicht. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall muss ich die Tasche jetzt nur noch packen. Also ich habe ja alles hingelegt, muss ich alles nur reinpacken und dann habe ich das auch erledigt. Ich hoffe, dass mein Pulli heute noch ankommt. Den würde ich sehr, sehr gerne anziehen, wenn der heute noch ankommen sollte. Dann werde ich den anderen Pulli nicht anziehen. Part mitnehmen und wenn ich mir irgendwie was zu essen holen sollte oder so, einfach mal ein bisschen was Neues reinbringen, Leute. Es ist so komisch. Einfach immer nur zu Hause zu sein, es tut richtig gut, einfach mal wieder rauszugehen. Also kleiner Real Talk, ich weiß ja nicht, ob das bei euch auch so ist, aber es macht mich richtig fertig, dass man einfach nicht mehr so viel machen konnte. Jetzt so langsam geht es ja wieder. Aber trotzdem, es hat einem richtig an der Psyche genagt, dass man einfach nicht mehr so viel machen konnte und man nur zu Hause war. Also ich bin wirklich ein Mensch, der sehr, sehr gerne zu Hause ist, aber irgendwann geht es dann auch nicht mehr und auch wenn man nur spazieren geht, das ist auch einfach nicht mehr das, wie es ist, wie wenn man richtig viel Freiheiten hat. Ich weiß ja nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber ich zum Beispiel brauche einfach jetzt langsam mal wieder eine Abwechslung und muss einfach mal wieder reisen und ich hoffe, dass es nächstes Jahr auch so geht. Dieses Jahr, kleine Information am Rande, werden wir auf jeden Fall nochmal umziehen. Ich bin auch froh, einfach auf einen Tapetenwechsel. Das wird richtig gut tun. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja, und sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann, wenn wir auf dem Weg nach Hamburg sind. So Leute, ich liege jetzt hier gerade auf dem Bett, habe mich ausgeruht, habe die ganzen Sachen gemacht. Ich muss jetzt gleich nur noch was kochen und für mein Hamsteressen reinpacken. Das Licht hier ist komplett kacke. Egal. Auf jeden Fall habe ich euch gerade ja gezeigt, mein Skript, was ich durcharbeiten muss. Oh, sorry. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich ein paar Sachen noch markieren. Dann werde ich mich ums Essen kümmern. Oh mein Gott, ist das Licht scheiße. Meine Haut sieht hier richtig kacke aus. Bekomme jetzt auch bald meine Days.
geht's meiner Haut immer komplett kacke. Also, ihr seid nicht allein, Leute. Ja. Ich werde mich jetzt mal dran machen. Und dann in der Zugfahrt werde ich alles, also alle Karteikarten machen. So, Leute, wir müssen eigentlich gleich los. Alle Sachen sind schon gepackt. Mein Nature-Paket ist da. Ich weiß ja nicht, ob ihr Romy Street, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich blende es euch hier einfach mal ein. Kent ist eine, wie nennt man das? Ein Victoria's Secret Model, sie ist ein Victoria's Secret Model und kommt aus den Niederlanden. Ich habe die schon immer länger verfolgt und fand sie auch immer ganz cool und verfolge jetzt momentan auch ihre Vlogs. Ich würde mal sagen, ich packe das hier aus, weil wir müssen gleich los. Und ich freue mich richtig. Ich habe mir einen Pulli von ihr bestellt. Das ist eine Loungewear, die sie rausgebracht hat. Das ist ihre eigene Marke. Und die ist aber auch nur limitiert. Und ich wollte unbedingt eine Sache haben, weil das sah richtig nice aus. Und ich freue mich. So, Leute. Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Ich habe mir den in Olive Green in M bestellt. Ich wollte, dass der so oversized ist, auch wenn er schon oversized ist. Ich krieg's nicht auf. Und hier ist der Pulli. Oh mein Gott. Der sieht so nice aus. In echt ist der viel, viel dunkler. Ungefähr so. Ich habe jetzt mal die Helligkeit runtergestellt. Sieht auch mega cool aus. Oh mein Gott. I like it. Hat auch einen guten Stoff, also sehr, sehr nice. Ich freue mich. I love it. In Hannover, weil unser Zug 90 Minuten zu spät war und gerade eben haben wir in einer Bar was getrunken, damit wir die Zeit überbrücken. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass wir den Zug bekommen und nicht irgendwie zu spät kommen. Ja, ich hoffe, das klappt irgendwie. Ja, genau. Wir gehen jetzt in den Bahnhof rein und hoffen, dass wir den Zug bekommen. Und dann melde ich mich bei euch, wenn wir in Hamburg angekommen sind.
falling.